weiter mit dem Spiel. Wir haben ja jetzt die erste Welt. So gut, es ging durchsucht nach Peachies. Und jetzt haben wir sie erweitert. Und jetzt möchte ich eigentlich wissen, wie es weitergeht. Was ich da so finde. Wir haben ja dort auch einen Shoal Knight gesehen. 13 Peachies haben wir gefunden, 129 Federn eingesteckt. Ich finde, das ist ganz schön viel. Dafür, dass wir nur die erste Welt jetzt mal gemacht haben. Dann mal los. Los, 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 hör auf zu laden. Es haben sich ja ein bisschen was geändert, also bei der Welt. Hi, ihr zwei. Wir wissen, da ging es natürlich nie weiter, aber wir wissen, es ging da hinten weiter. Ja! Kann man den dann anziehen? Anscheinend nicht. Okay. Hätte ja sein können. Dieser Weg soll jetzt also neu geöffnet worden sein. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das stimmt. Wird jetzt eigentlich, hat sich die Zahl jetzt erhöht bei der Welt? Nicht im Highbury Tower. Nee, es sind immer noch. Nee. Waren es 20 Stück oder waren es 25 Stück? Aber 200 Federn blieben ja. Also denke ich auch, dass es 25 Peachies hier noch gab. Also, was heißt nur? Es gab die. So. Also, wir haben hier was gehabt. Und hier hat sich ja was gebildet. Hallöchen. Du meine Güte, schau dir den Typen an, Yuka. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich bin der, den sie Shoal Knight nennen. Und ich habe einen ereignisreichen Tag. Ich scheine mich auf ein derart großes Abenteuer gewagt zu haben, dass ich im falschen Spiel gelandet bin. Na super. Ich hasse es, wenn das passiert. Oben in diesem Tempel scheint irgendein verlockender Schatz verborgen zu sein. Ich habe leider Schwierigkeiten, ihn zu erreichen, denn ich habe mich noch nicht an diese bizarre dritte Dimension gewöhnt. Wenn ihr mir das Riesenjuwel beschafft, werde ich euch das Geheimnis verraten, wie man jedes Abenteuer bestehen kann. Gut, eure Ritterlichkeit, wir werden dein Juwel finden. Aber vergiss nicht, dass wir Peachy-weise bezahlt werden. Exzellent, stehlt eure Schaufeln, Freunde. Ich werde hier auf euch, eure sichere Rückkehr warten. Ach, am Ende werde ich jetzt einen riesen Aufwand haben und nur ein Peachy kriegen dafür, hä? Okay. Hört sich nicht ertragreich an. So, was haben wir hier hinten? Nie den direkten Weg gehen. Immer gucken, ob es irgendwas gibt. Es gibt eine Feder. Super. Es gibt eine Feder und ich fall runter. Okay. Das Schöne ist, es hat ja tatsächlich keine Auswirkung anscheinend. Es kann aber nicht sein, dass da eine Feder ist.
Ende der Welt, so ungefähr. Und es kann nicht sein, dass ich so um die Ecken springen muss. Sowas zu finden ist dann schon gemein, wenn man 120, wenn man 200 Federn suchen will, ne? Und wenn der hier immer noch ein bisschen rutscht. Das ist ja furchtbar. So. Ist denn hier dann auch noch was? Nee. Hier geht's nicht weiter. Das wäre jetzt gemein gewesen. Okay. Puh. Ach so. Toll. Wo bin ich? Ah, das war jetzt furchtbar. Oder, warte mal, vielleicht geht das auch gar nicht von da, sondern man muss sich runterfallen lassen vielleicht. Und war mein Gedanke vielleicht gar nicht mal so falsch, hier auf den Sims zu gehen. Ah, was ist gemein, hier ist auch eine drunter gewesen. Ich muss wirklich überall hingehen. Und die Kamera ist sowas von nicht hilfreich. Genau, das meine ich. Und dann noch dieser 3D-Effekt. Super! Ja, gut gezielt. Hier ist auch nichts da. Aha. So, wenn dann extra hierher erst gehen muss. Oh, das gibt's nicht. Okay, kann sie so machen, wie ich es will. Also, man muss so, so, so. Ah, da habe ich ja richtig noch hingekriegt. Gerade so. Hier irgendwas, so damit man das
machen kann. Das würde doch so gehen. Meine Güte. Ja, vielleicht. Ich hab's einfach nicht raus. Bin nicht so gut. Ah, das war zu spät. Naja, vielleicht noch nie. Darf man sehen. Na, dann gucken wir mal, ob das funktionieren kann. Sieht zwar eigentlich nicht so aus, weil das ist zu steil, glaube ich. Nee. Ja. Oh, wenn es nicht dreht, also nee, ja. Ach, verdammt. Okay. Was jetzt? So, ist hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann... Oh, so einfach geht das. Großartige Arbeit, Freunde. Ihr habt mein Juwel geborgen. Jetzt bringt es. Hierher zurück. Hey. Ich muss ja nur noch mal den Aufwand darunter. Na gut. Kann man hier irgendwas... Ist da irgendwas? Ah! Na super. Danke. Aber so bin ich schneller unten, okay. Oh, es ist einfach alles zu wackelig hier. Wir haben das Juwel geborgen, Schönheit. Ich bin beeindruckt.
Und ich kann kaum erwarten, es gegen haufenweise Gold einzutauschen. Und nun, wie versprochen, folgt das Geheimnis für erfolgreiche Abenteuer. Alles, was ihr braucht, ist eine Karte und eine gehörige Portion Abenteuerlust. Der Humor dieses Typen ist so flach wie sein pixeliger Schatz. Das heißt wirklich, der ganze Turm hier ist für ein Peachy gemacht worden. Das da war das... Ach so, das ist für das Eisteil. Okay, ich dachte, ich hätte da rein können oder so. Nee, dann ist der Turm wirklich nur für das eine Teil gewesen. Und wir sind hier schon fertig. Okay. Hi. Sagst du noch was? Diese Tropen wurden erweitert. Das bedeutet, dass auch neue Schätze zu holen sind. Okay, danke. Die Info, konnte ich selber rausfinden. Hi, Ears. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Da hoch komme ich ja sowieso nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ich komme zwar da hoch, aber ich wüsste nicht, wie ich an das Peachy rankomme, wenn ich nie auf den Plattform stehe. Das ist mein Problem. Darum werde ich vielleicht später noch meine Fähigkeit haben. Ich bin gespannt, ob das so sein wird. So. Dir brauche ich nicht. Zu dir, ja? Willkommen zurück. Ich wette, ihr werdet alle meine Tonika in 0,0 freigeschaltet haben. Na, mal sehen. Was haben wir denn bekommen jetzt? Den Kugler. Rollen verbraucht weniger Energie. Da ich jetzt nie unbedingt mehr Schmetterlinge brauche, also ich vermisse sie höchstens nicht, will ich wirklich dann lieber mehr Energie dafür zur Verfügung haben. Vor allem, wenn es dann mal wirklich wieder solche Wettrennen gibt. Also machen wir mal das hier. Prima, das ist eine sehr beliebte Wahl. Ist es das, ja? Oder sagst du das jetzt bei jedem Tonikum, das du genommen hast, das du mir gibst? So, wir könnten also dahin gehen, zu der Rampe, um zu sehen, was sich da erweitert hat. Oder wir gehen zu dem großen Turm. Und ich gehe mal davon aus, als erstes, ich gehe erstmal zu der Rampe. Sieht kleiner aus. Das heißt, ich muss wieder hier hochkommen. Boah. Was? Oh. Halt, Windsechse. Der große Rampo hat keine Interesse an deinen Haustürgeschäften. Kehr herum, sonst bist du den Untergang geweiht. Okay. Oh. Guck mal einer an. Hier ist eine Rampe. Hier war eine Rampe. Für was bitte? Warum kann man hier hin? Das sah jetzt nach einem wunderschönen Versteck aus, für eine Feder oder sowas. Aber hier ist ja gar nichts.
Hier ist echt nichts. Das ist ja doof. Wozu macht man so eine Rampe hier rein? Na super, dann kann sie jetzt schneller. Also ich komme da nicht so richtig vorbei. Theoretisch müsste ich ja, könnte ich ja auch bestimmt rüber springen. Aber nee, funktioniert nicht. War das Ding überhaupt umsetzen? Was ist hier? Kann ich hier noch irgendwas sehen? Nein. Okay, im Hoch. Und ich habe 3 weitere Federn. Und das hier wird wohl so ein sowas im Bosskampf werden. Ne? Der große Rambo, alter randiger Steintyp. Der große Rambo braucht keine doppelverglasten Fenster, ihr sterblichen Verkäufer. Wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Peaches. Ich bin Yuka und das hier ist Lay. Ruhe, der große Rambo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht allen Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Macht euch bereit, von meinem althergebrachten Neigungskräften bestraft zu werden, ihr lästigen Glashausierer. Was? Ich glaube, ich habe das Wort gerade falsch gelesen. Ach so. Okay. Oh, okay. Ich bin gleich tot, ja. Das einnehmende Lächeln des großen Rambo ist dahin. Mal sehen, wie ihr damit klarkommt, ihr sterblichen Plagegeister. Dahin. Ach, dass man das nicht mal richtig macht, da. Ach, verdammt. Ach, das nimmt auch schon Energie ein, wenn ich es nur gedrückt halte. Na. Okay. Na. Ach, ich hasse diese Art von Steuerung. Mein Gott. Aufhören! Der große Rambo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Okay.
Drittes. Wollt ihr den einsaugen? Der Abhang des großen Rambo steht nur eingeladenen Gästen zur Verfügung. Haltet euch fern. Oh Gott, hier muss man ja springen. Tausendmal. Ah, jetzt kommt was. Okay. Springen tut er jetzt aber nicht gut. Oh. Und ausweichen kann er auch nicht. Na los. Mit einem Schmetterling oder mit zwei Schmetterlingen komme ich da nie hoch. Das auf jeden Fall nicht. Mein Gott! Na! Verdammt! Na, endlich! Nein! Der heilige Abhang des großen Rambo wurde geschändet. Seid verflucht, sterbliche Höhlkocher. Der große Rambo hätte so tun sollen, als sei er nicht zu Hause. Das Fenstergeschäft ist ganz schön aufregend. Wie wäre es mit einem Berufswechsel, Yoka? Ja, wie wär's mit dem Berufswechsel? Mal sehen, ob hier hinten noch was ist. Nicht doch! Meine Augen! Mit derart aggressiven Verkaufsmethoden hat der große Rambo nicht gerechnet. Hier tatsächlich noch Federn. Was ist das so eine gemeine? Der hat Wurzeln auf dem Kopf. Ah, das soll ein Haar. Achtung, Achtung. Ich würde gerne mal auf die Seite so drauf gucken. Hier oben irgendwas? Hey. Nein. Ist gar nichts. Der große Rambo wurde besiegt. Und ja, Haustürgeschäfte. Dass man so panisch vor Haustürgeschäften ist, kann ich nur aus der Geschichte mit dem Baudelaire weisen. So, dafür, dass du mir so viele Schwierigkeiten gemacht hast. Ach, diese Schmetterlinge sind... Der Schmetterling auf der Rampe ist gar nicht für mich gedacht zum Fressen, sondern damit ich Energie kriege. Daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, ja. Oh, und die zwei sind wieder da, während ich hier gekämpft habe. So. Okay, aber das wäre auch schon wieder alles gewesen hier. Hey.
heißt, wir haben dann ja nur noch das Teil hier. Ach nee, und wir haben das Teil da. Ich würde nämlich erstmal dann darüber gucken, bevor ich dahin gehe. Was da so ist. Hier sind ja jetzt auch welche. Aha. Hier ist ein Abschnitt zum Springen. Na toll, super. Die Pflanze kannte ich noch gar nicht. Oh, dann werden wir zu der noch hingehen. War das hier? Ja, das war hier. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, natürlich sind wir das. Mal sehen, ob die Pflanze auch noch irgendwas zu erzählen hat. Ich hab gar nicht gewusst, dass da eine Pflanze überhaupt war. Hey, Sahneschnitzen! Erzählt der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der Nähe des hungrigen Schweins im Dschungel versteckt sich ein Geist. Wenn du schon hier bist, kannst du mir auch meine Blätter massieren. Für so etwas ist es noch ein bisschen zu früh, meinst du nicht? Ich hab sie angepustet. Ach so. Ja, weiter, weiter. Sahneschnitzen. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, das sind wir. So. Kann aber hart werden, wenn das Teil hier so wird, wie ich mir denke. Waren hier auch fliegende Bienen oder sowas? Hi. Ciao. Oh, hier oben ist... Noch irgendwo eine Feder? Nee. Okay. Oh, das Ding ist viel suchend, ja?
Ey, ich wollte abgetreten. Oh, das gibt's nicht. Ich hab gedacht, die kann man treten. So war es in der Beschreibung von den Moves dabei. Nein, nicht zu weit. Nicht zu weit. Jetzt habe ich jetzt noch die gekriegt. Das ist was Gutes. Ach, wenn sie rot sind, geht das nicht, ja? Okay. Funktioniert nicht so, wie ich es will. Geh weg, geh weg, geh weg. Es artet in Stress aus, diese Art von Kampf. Vor allem, wenn die nie getroffen werden können. So richtig. Warte mal, warum hat das jetzt so ge... Das Glitzern hörte sich jetzt... Ach so. Oh, ist ja super. Du funktionierst? So, bleibe ich hier, in dem Käfig. Okay, wenigstens haben wir noch ein PC bekommen. Viele, viele Leben sind hier gerade verschwendet worden. So. Jetzt will ich hier kurz zurückgehen, um zu gucken, ob es immer noch diesen Ton macht. Nein, das ist kein Ton. Also war es das Geräusch, das ich da gehört habe. Und ich habe es überlebt. Nach zwei Tonen. So, haben wir hier hinten noch was zu finden? Ist wohl doch besser, wenn ich einmal normal durchgehe. Da unten konnte ich ja nichts machen. Da war ja so ein Druckknopf. Aber der Druckknopf war ja... Genau, der Druckknopf... Hm.
den krieg ich ja nie da unten hin. Den krieg ich ja nur so hin. Dahin müsste ich nämlich. Da habe ich einen Kopf gesehen. Ja, ich komme gar nicht bis runter. Hat sich hier wenigstens da was geändert bei der Erweiterung? Nein, hier ist immer noch ein Felsen. Gut, dann können wir ja zur großen Rampe gehen. Hier ist auch so ein Teil. Habe ich das gar nicht gesehen? Oder ist das neu? Ja! Mit dir will ich noch reden. Dauert zwar, aber... Genau, mit dir habe ich geredet. Hi. So, dann machen wir uns nochmal zu einer Pflanze. Auch wenn es lange dauert. Ja, die Fortbewegung ist noch nie so schnell. Hey, heißer Feger, erzählt der Echse und der Fledermaus nichts davon. Aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf halber Höhe des Monuments ein Schmetterlingsschub versteckt. Na, okay. Also muss ich auf jeden Fall da hoch, wenn ich was machen will. Ich frage mich, was passiert, wenn ich mit der Pflanze unter Wasser komme. Ich glaube, dann werde ich sterben. Die Pflanze selber kann ja nie atmen da unten. Und ich kann nie hochspringen und ich kann bestimmt auch nicht schwimmen. Dann mal los. Ah, immer wieder die Falsche. Gerade so. Springen muss noch geübt werden. Ah! Wo ich hier runtergefallen bin, ist jetzt auf einmal... Ach so. Also wir können hier lang gehen. Wir können da lang gehen. Ich bin... Erstmal für den Weg hier. Oh. Hier geht's einfach nur rein. Okay. Na, mal sehen. Aha, aha, aha. Oh. Ein Weg, zwei Wege, drei Wege, vier Wege.
Ja, das ist super. Dann machen wir erstmal die, die nie am Turm sind, also den hier. Ach so, da komme ich gar nicht hin. Das ist viel zu weit weg. Da werde ich also nicht hinspringen. Aber da geht es auch irgendwie weiter. Vielleicht kann ich wirklich später mal ein bisschen mehr. Einfach mehr springen oder so. Mr. Blowy lächst nach einem Getränk. Das ständige Gepuste macht mir einen trockenen Hals. Ob ich das schaffe, wenn ich nicht immer weiß, wie ich hinkomme? Oh, ist das gemein. Ohne Ankündigung ist das abgehauen. Es hätte ja ruhig noch mal kurz blinken können, bevor ich... Das ist gemein. Immer dieses mit dem Zeitzeug. Wasser! Mr. Blowy kann endlich seinen Job fortsetzen und Luft in lineare Richtung pusten. Das ist schön, wenn das dein Job ist. Das klingt nicht nach einem tollen Job. Doch, doch. Es ist besser als Straßen zu reinigen. Ist es das? Okay, dann habe ich hier ein Peachy bekommen. Okay. Dann gehen wir aber ordentlich jetzt dahin. Ach, verdammt. Na gut, wir machen nochmal eine Runde. Ist ja gemein, so ein Level. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, das ist das Höchste, wo ich hinkomme, ja? Okay. Hiya! Hier geht's auch irgendwo rein. Super. Hier geht's. Es sieht auch aus, als könnte es irgendwo hingehen, ne? Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich könnte mich hier fallen lassen, aber das will ich nicht. Komm mir auf die andere Seite dann sowieso von. Oh, gut. Ja, komm wieder hoch. Gut. Dann gehen wir mal rein. Ach, das Glitzern. Im Monument. Da glitzert es. Da geht's nirgendwo hin, aber von hier komme ich irgendwie. Ah, super. Sehr super. Hier ist gar nichts. Und nach oben nichts. Und nach unten ist auch nichts. Wow, ein Eingang für nichts. Okay, dann gehen wir.
verstehst nicht, wozu der Eingang dann da ist. Vielleicht dann nur als Vorkarte, um hier zurückzukommen. Wenn man dann das Pädchen von der anderen Seite hat. Also geht's ja dann nur noch hier lang. Ja, ich glaube nicht, dass ich darüber komme. Und vor allem dann auch noch darüber irgendwie. Also hier komme ich nie lang. Und das ist mitten in der Luft, das Zeug hier. Okay. Gehen wir mal weiter. Und nochmal drei. Vier sogar noch. Sehr schön. Und wo geht's hier lang, meine Lieben? Oh, das sieht schon jetzt anstrengend aus, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr weit oben. Hey, hey. Ja. Tschüss. Hey. Und da haben wir eine. Ehrlich, sich hier umzusehen, ist ein Krampf für mich. Ah, das ist die Stelle, wo wir gerade waren. Ah, okay. Hey, hey. Ja. Hey. Danke. Da wäre es lang gegangen, da wäre es lang gegangen. Ist hier irgendwas Besonderes auf diesem Plattform? Nee. Die sind einfach nur da, um besser runterzukommen, aber ich weiß nicht, ob das besser ist. Oh, da ist ein Geist. Aha. Der Geist greift mich also an. Nach dem Angriff wird er gelb und dann ist er angreifbar. Im roten Zustand ist er es nicht. Und erst wenn er grün ist, muss ich noch einmal ankloppen. Nicht berühren, ankloppen. Damit ich dann ihn fliege. Das heißt, ich habe in dieser Welt alle Geister gefunden. Das ist auch ein Fortschritt. Jetzt fehlen nur noch die Schmetterlinge und das Batterieteil. Das ist irgendwie, ja, ich finde, das nenne ich jetzt auch mal Fortschritt. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Übersicht über eine... Was ist das? Wir werden es gleich sehen. Hallo, ich bin Nimbo, die große Wolke der Welt. Aha, du bist also eine Wolke. Hallo Nimbo, ich nehme an, wir sollten mit dir reden, wenn es ums Wetter geht.
Kluge Echse, Nimbo verändert die Welt, lässt Wasser nach unten lecken. Aber Nimbo hat ein Problem. Leck funktioniert nicht so. Funktioniert nicht gut. Nimbo ist ein Nervenbündel, seit seine Frau ihn für den Taifun verlassen hat. Okay. Versuch dich zu entspannen, Nimbo. Denk an einen tropfenden Wasserfall oder einen laufenden Wasserhahn. Geht nicht. Echse und Fledermaus verursachen Lampenfieber. Vielleicht können die Besucher für ein wenig Stimulation sorgen. Gut, komm, Lady, lass uns Nimbo helfen, Wasser zu lassen. Okay. Hauptsache, du wäschst dir hinterher die Hände. Gut. Was haben wir hier? Eis. Was haben wir hier? Wasser. Das werden wir wohl brauchen. Und hier haben wir Feuer. Nochmal 3 Federn. Und einen Knopf. Wo geht's hier lang? Wir sind hier. Also ist das ein Durchgang, damit ich schneller hierher komme. Okay. Was passiert, wenn ich dir ein bisschen Feuer gebe? Das hat jetzt irgendwas gebracht? Okay, passiert auch nichts. Dann geben wir ihm wirklich Wasser. Wie er es möchte. Nimbo hat das ewig in sich getragen. Hat es sicher. Jetzt ist es ja mehr Wasser geworden. Was bringt mir das? Gut. Dann ab nach unten. Also das bringt mir gar nichts. Cool, da hat sich was gelöst. Wir haben eine Eisform. Okay. Oh, es gibt Fallschaden.
das habe ich nie gewusst. Interessant. Meine Rennbahn ist steinhart. Das hat wahrscheinlich mit der Erkältung zu tun, die wir deinem Onkel verpasst haben. Ach, eine starke Cumulonimbus-Wolke wie er kann das ab. Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit nutzen und ein schönes Rennen abhalten? So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ich wüsste jetzt nämlich nie, was sonst mir diese Strecke sonst bringen soll. Nur zu, wir haben keine Angst vor einem eisigen Verhältnissen. Insbesondere, da ich den Boden nicht berühren werde. Das wird bestimmt nicht gut. Nur eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Ey, hat die Blöde. Die Wolke ist tatsächlich schneller. Ich weiß gar nicht, wieso ich nie jetzt mehr hinkriege. Wie viel Speed. Und diesmal bin ich nicht stehen geblieben. Was habe ich also falsch gemacht? Ach, ich habe auf allen Oberflächen starken Halt. Habt ihr Zeit für noch eine Runde? Ich überlege gerade, das war jetzt irgendwie schlecht. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich konnte auch nicht weiter vorankommen. Mache ich noch eine Runde? Oder lasse ich's? Die Wettrennen sind mir jetzt eigentlich nicht so wichtig und ich glaube auch nicht, dass ich alle 100%igen Pechis brauche. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, ob ich dann von dem ein Pechi kriege, aber ich denke mal schon. Na gut, einmal probieren wir es noch, aber ich glaube, das wird nie besser. Kann das sein, dass durch das Springen? Ich schneller bin? Wow, jetzt habe ich es übertrieben. Ja, ich muss die ganze Zeit springen. Das ist nicht dein Ernst. Nein, ich komm. Boah. Oh.
konnte ich die ganze Zeit nicht den linken Stick und den rechten Stick so gleichzeitig drücken. Oh, das Krampf. Aber gewonnen ist gewonnen. Ihr habt gewonnen. So läuft das, Nimble. Nimble. Gut gemacht. Hier ist eure Papiergoldmedaille. Ich hoffe, ihr wisst sie zu schätzen. Papiergoldmedaille? Durchaus. Ach so, so ein Peachy. Wir werden sie bald für mehr Welten ausgeben. Warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt es trocken habe, dann ist ja kein Wasser mehr da drinnen. Genau. Also normalerweise wäre ja, wenn ich es trocken habe und wenn gar nichts fließt, wäre ja alles eben trocken. Wenn es eisig ist, habe ich es jetzt hingekriegt. Was ist, wenn das jetzt aber voll mit Wasser wäre? Na, so. So, die Ausdünstung liegt direkt durch. Nimbo hindurch. Direkt durch Nimbo hindurch. Ah, okay. So, das heißt, wir haben jetzt wieder Wasser und auch das ganze Teil hier ist voll mit Wasser. Theoretisch könnte ich jetzt nämlich gar kein Wettrennen machen, wenn man mal ehrlich ist. Genau, das wäre ja voll. Jetzt bin ich gespannt, ob es noch ein Wettrennen geben würde. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Also da unten war ja schon eine Höhle, die habe ich gesehen. Aber ist jetzt in der, auf der Höhe irgendwas? War da gerade was? Nein. Nein, hier ist gar nichts. Okay. Toll gemacht, ihr beide. Ihr habt mich vorerst übertroffen. Aber ich werde weiter trainieren. Und wenn ihr am wenigsten damit rechnet, werde ich euch mit einer weiteren Herausforderung überraschen. Okay. Ich werde also nicht nochmal. Sucht mich mal an einer anderen Rennbahn auf. Ich werde mich vorerst darauf konzentrieren, meine Wassermoleküle besonders windschnittig zu arrangieren. Windschnittig. Okay. Ist in Ordnung. Das heißt, aufgrund dessen, dass ich nur gesprungen bin, bin ich schneller gewesen, als wenn ich jetzt nur gerollt wäre auf dem Eis. Aha. Gut, gehen wir aber nochmal zur Nimbus hoch. Denn theoretisch habe ich jetzt überhaupt nichts bekommen von ihr. Ich habe hier jetzt auch
kein Päckchen bekommen von der Nimbus. Kann ich mit dir reden? Nee, springe nur drauf. Okay. Wenn ich dir hier also jetzt wieder das Wasser wegnehme, passiert dann noch irgendwas? Nimbo fühlt sich ungemein befriedigt. Das ist schön. Das freut mich für dich. Und es ist alles wieder, wie es sein soll. Okay, mit dir kann ich nichts machen. Also bist du dann nur dafür da, damit ich die zweite Rennstrecke bekommen könnte. Und das war's dann. Ansonsten habe ich jetzt keine Verwendung für dich mehr. Der ganze Aufstieg und Aufwand hier dafür, dass ich dann am Ende nichts habe. Okay. Gut, dann gehen wir bei dem großen Turm jetzt noch auf der linken Seite, nee, auf der rechten Seite lang. Auf der linken Seite waren wir. Wir müssen noch auf die rechte Seite von dem großen Turm. Da waren wir noch nicht. Und wir kommen ja nicht in den einen Teil rein. In den einen Bereich, wo das Päckchen war. Gut, dann gehen wir hier jetzt lang. Erstmal ihr hier. Ah, hier geht's auch irgendwo rein. Okay. Geht's irgendwo hin? Nee, nicht nach unten auf jeden Fall. Ja, auch nee. Also man könnte schon. Anscheinend ist die Welt wirklich sehr weit begehbar. Dort, wo ein kleiner Vorsprung ist, da kann man versuchen hinzukommen. Ich wüsste noch nie wozu. Da unten war ich ja und steckt das letzte Mal fest. Verdammt. Ja, was haben wir hier? Da haben wir... Ist hier irgendwas? Man kann die Kamera hier auch nicht drehen. Oh. Schau, ich bin's, der fantastische Gesundheitsstrecker. Sammle uns, um deine Gesundheit zu strecken. Ah, dann brauch ich dann auch gar nicht dieses Teil mehr, dieses Tonikum. Von der gelben. Okay, deswegen bin ich hierher gekommen. Ich verstehe. Gut, dann sind wir hier auch fertig. Und ich habe tatsächlich jetzt alle Geister, das Herz, die Münze, das Atom. Das wird bestimmt in den anderen Leveln bestimmt noch viel, viel schwerer. Das hier ist doch schon halb alles versteckt. Und nur weil es das Anfangslevel ist, wird es bestimmt deswegen etwas leichter zu finden sein oder so.
Eins, zwei, drei. Wow, ganz schön windig hier oben. Ja und? Ich komm nie hoch. Und ich glaube... Ja! Echt! Das hat damit zu tun. Und ich weiß nie was. Na, also wird das wohl auch eine neue Fähigkeit sein. Also werde ich hier auf jeden Fall nochmal herkommen. Ich frage mich jetzt wirklich, ob ich die Bücher erweitern sollte, wenn ich selbst bei den Erweiterungen auch noch nie hochkomme. Und auch im Grundlevel komme ich auch ja nie überall hin. Denn ich komme nicht zu diesen... Man kann das jetzt nicht sehen, oder? Da ist ja der Tempel da, der mittlere Tempel. Und da muss ich irgendwie hochkommen auf die Plattform. Und da ich gar nicht so hoch springen kann oder irgendwie sonst hochkommen kann. Ist das für mich auch erstmal unmöglich. Vielleicht gibt es dann wirklich noch eine Fähigkeit für mich. So, ich wollte noch bei den Moves gucken, ob ich da jetzt noch was Neues habe. Nein. Gut, dann ist es somit schon in Ordnung. So, wer bist du? Hallo, wer bist du denn? Hallöchen, Fremde. Ich bin Kartos. Lasst mich raten. Der Gott des Erzes. Ach so, Kratos. Ja, ich verstehe. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Fräulein. Mein Job ist es, auf den Schienen der Großwälzer zu fahren und Gold zurückzubringen. Ich habe allerdings schon lange keine Schätze mehr gesehen. Ihr Karren interessieren kaum noch jemanden. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Schön, dich kennenzulernen, Kartos. Wir suchen Pidgeys. Glaubst du, auf deinen Gleisen können wir welche finden? Ihr werdet haufenweise finden, wenn ihr in mir seid, Leute. In den Schächten ist viel zu holen. Was haltet ihr davon, mal mitzufahren? Ja, klar. Klar, Kratos, wir versuchen's mal. Oh, Junge, wie in den guten alten Zeiten. Wenn ihr ein paar Pidgeys aufreißen wollt, müsst ihr 60 Edelsteine auf meinem Gleis sammeln, bevor ihr das Ende erreicht. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Es wäre nett, ja. Ja, bitte. Mit X springst du, mit Viereck schießt du und mit L beschleunigst oder bremst du. Also ich kann schneller oder... Okay, und ich kann schießen und springen. Na gut, dann wollen wir mal. Ah, ich verstehe. Ja. Ich nehme alles mit. Ach, wenn ich das so mache, dann ist das ein Schub. Okay. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Ja, okay. Habe ich wenigstens geschafft, die 60 zu schärfen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Juhu, klasse, Partner. Manometer, nach all den Jahren fühle ich mich wieder wie ein Junge. Wie ein junger Karren auf den Gleisen. Ich glaube, dein verstaubter alter Karren hat mir Ausschlag verpasst. Danke, dass ihr einem alten Karren nochmal so richtig Spaß bereitet habt. Hier ist euer Pidgey. Ah, da habe ich 60 wohin gekriegt. Sehr gut. Dann wär's das gewesen.
Hast du noch ein Pädchen? Manometer, die wilden Fahrer sind wieder da. Wie wäre es mit noch einer Fahrt? Rein spaßeshalber. Okay, nein. Wir haben gerade zu tun, Carters. Vielleicht später. Nett ist es, dass man es nochmal macht. Gut, aber... Das wär's auch gewesen. Dann bin ich mit dem Turm auf der Seite auch fertig, weil ich komme bei dem Wind hier nie hoch. Und ich komme auf der anderen Seite, da komme ich zwar bis zur Cumuluswolke, aber die bringt mir zurzeit ja gar nichts. Da drinnen war ich. Da oben hinzugehen lohnt sich nicht. Federn sehe ich auch keine mehr. Das heißt, ich bin jetzt erst einmal fertig für meine... Also mir sagt leider das Spiel jetzt nicht, du kannst hier noch nie alles tun, sondern ich muss jetzt wirklich abwarten, bis ich was Neues finde für mich oder bis ich was sehe. Und da ist das... Das finde ich ein bisschen anstrengend da. Also ist es für mich eigentlich erstmal gut, nur die Level zu machen und die Erweiterung dann zu machen, wenn ich es könnte. Weil die Erweiterung bringt mir dann erstmal nichts, wenn ich sowieso auch noch nie alle Fähigkeiten habe. Und das heißt, ich sollte zu der Schlange dann immer gehen. Und wenn ich dann nichts mehr sammeln kann bei der Schlange, weil ich noch nichts habe, ja. Dann ist das so. Dann muss ich wohl wieder dann in andere Level zurückgehen. Aber so heißt es für mich jetzt erstmal, jedes Level einmal machen, wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe. Wer weiß, wie viel Pages man braucht für die anderen Level. Und werden wir weitersehen. Insgesamt kann ich auch für den Spielstand jetzt sagen, Batterie habe ich noch nie gefunden, 18 von 25, das ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, und 171 Federn von 200, das ist auch auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Sogar mehr als zwei Drittel. Das heißt, ich bin hier erstmal fertig und ich kann in ein zweites Level gehen und das heißt wohl das Eislevel. Wir haben ja gerade eben schon das mit dem Eis gemacht und haben gemerkt, dass das furchtbar ist. Und wenn da noch Gegnerkämpfe und so weiter auf Eis ist, oh, das ist so gemein, dass man das gleich jetzt als zweites Level gibt. Bevor ich aber jetzt dahin... Achso, ich muss hoch. Wir hatten ja eine Glasscherbe. Die hier gerissen ist. Und ich will jetzt wissen, ob das funktioniert mit meinem Schallatem oder was auch immer das ist. Nein. Wow. Passiert gar nichts. Das wäre so eine schöne Idee gewesen. Echt mal, es war aber jetzt wirklich eine schöne Idee. Was anderes kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nur... Ja, das geht auch nicht. Wo ist er? Um die nächste Tür zu überwinden, müsst ihr 12 Stunden warten. Oder einfach 1,99 $ für besondere Bienenmünzen bezahlen. Aha. Okay. Nein. Deko, Deko, Deko.
das nur Müll? Ja. So, dann werden wir jetzt wohl hier hingehen. Da hoch, Freunde. Hi. Da unten geht's bestimmt auch noch weiter. Oh! Oh! Das sehe ich jetzt erst. Ich hab eine Idee. Ja! Wow, ihr habt stapelweise Peaches gefunden. Capital B wird ganz außer sich sein. Vergesst nicht, dass viele meiner Freunde sich in Bereichen verstecken, die nur zu finden sind, wenn die Großwälzer in Highbury Tower erweitert werden. Ach so, also ist die Erweiterung wichtig. Casual Fridays sind ja ganz witzig, aber nackte Reptilien gehen entschieden zu weit. Ach so. Da habe ich tatsächlich jetzt ein Peachy so einfach so noch gefunden. Sehen wir hier noch irgendwo irgendwas? Da war einer also in einem Ofen drin. Sehr schlau, finde ich sehr schön. Ja, das war jetzt alles nur Zufall. Dass ich das geschafft habe. Okay, du gehst also nach unten, nicht nach oben. Gut zu wissen. So, wo komme ich jetzt rein? Das ist ja noch nicht das Level. Das ist ja immer noch der Ivory Tower. Capital B's Büro. Ach, das ist sogar der Geschichtenfortgang. Schnell, Quack, ein eingehender Anruf. Seien Sie begrüßt. Ich hatte nicht mit Ihnen gerechnet. Bitte erlauben Sie mir, Sie mit unserem Fortschritt vertraut zu machen. Zuerst einmal möchte ich bestätigen, dass ein geringfügiger Teil unseres Personals ermordet wurde. Das hat den Vorteil, dass wir große Mengen Gehalt einsparen. Das ist gut. Ich schwöre, es gibt keinen Grund zur Sorge, Herr Vorsitzender. Ich habe das Einbuch termingerecht geschafft und die entkommenen Peaches werden wir bald im Griff haben. Ja, aber ist sie für dich anscheinend Sammler. Ich versichere Ihnen, meine Herren, das sonderbare Duo hat keinen Schimmer, was wir tatsächlich im Schilde führen. Sobald das Buch voller Peaches ist, werden wir sie und die ganze Welt beherrschen. Ende. Mist, dieser Deal wird alle Viertelminute schlechter. Ich hoffe, in zukünftigen Spielen bleibe ich von denen verschont. Dr. Quack, es ist Zeit, die Zukunft zu radikalisieren. Wir müssen die Fortschritte der Eindringlinge bremsen. Haben Sie Ideen? Naja, Sir, ich habe ein paar richtig fiese Quizfragen. Ein böses Quiz? Perfekt. Es war also doch gut, Ihnen geringfügig mehr als den Mindestlohn zu zahlen. Quack. An die Arbeit.
Wow, ein böses Quiz. Ich will kein Quiz machen. Ich mache jetzt nie wirklich ein Quiz, oder? Über was? Der Ivory Tower. Quiz Time, Dr. Quax, Quiz Time. Wow. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Quack, der Moderator. Okay. Achso, ich kann jetzt drücken. Schau, Lady, das ist sicher Capital B's großer Schergenmanager. Wenn groß eine Stellenanforderung war, wird der Typ ihr nicht gerecht. Vielleicht lässt er uns vorbei, wenn wir ihm ein paar Brotkrumen hinwerfen. Ruhe! Wie ich sehe, habt ihr in einer meiner wissenschaftlichen Buchwelten Hausfriedensbruch begangen. Und jetzt werdet ihr dafür bestraft. Mit dem schrecklichen Schnellfeuer-Quiz. Mit dem was? Ihr müsst 10 korrekte Antworten liefern, um meine Fragenattacken zu überleben. Wenn ihr eine Frage korrekt beantwortet, lasse ich euch weiter. Aber bei einer falschen Antwort verliert ihr ein Leben. Wenn ihr alle 3 Leben verloren habt, geht es am Start von vorne los. Muahaha. Okay, also ein ewiges Quiz, wenn man die Antworten nicht kennt, ja? Für richtige Bosskämpfe reicht wohl das Budget nicht mehr. Und jetzt tretet vor. Es gibt einen anständigen Rätselrabatt. Diese fadenscheinigen Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr bisher gestohlen? Einen. Was geht auf Zeit? Uff, ich hoffe, ihr schaut nicht insgeheim aufs Handy. Nee, ich habe mir keine Notizen gemacht. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Ach, man kriegt sogar noch mehr Punkte, wenn man schneller antwortet. Der betrügerische Händler, Trouser, wie viele Federn verlangt er für seine erste Move? Für seinen ersten Move? Nichts. Huch, das war die schwierigste Frage. Ja, die war auch gemein, fand ich. Weil ich jetzt eigentlich auf 30 geachtet habe. Die schwer arbeitenden, fleißigen Mitarbeiter von Highbury Towers, welchen habt ihr zuerst auf grausamste Weise geschlagen? Das ist der Typ Firmi-Drohne, Firmi-Spion, Firmi. Ich habe keine Ahnung, wie die genannt werden, aber es gibt eine Drohne und einen Spion. Aha. Das war sicher nur glücklich geraten. Das war tatsächlich geraten. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Ah, Jukebox. Hä? Wie erbärmlich. All diese Fragen sind übrigens im Internet zu finden. Das ist ja schön für dich. Ach, das war doch die Jukebox, oder nicht? Dieses zerfallene Meeresschiff, das euer Zuhause ist, was hängt am Mast? Eine kurze Hose. Huch, die Spielanleitung kann übrigens nachgelesen werden. Also eigentlich war es eine Unterhose, aber nichts davon war jetzt richtig. Der neue Boss Capital B. Welche Farbe hat sein offizielles Statue? Gold? Gleich kommt die nächste Frage. Die
ahnungslosen Wissenschaftlerin Dr. Puss. Wonach sucht sie immer? Nach Atom? Molekülen. Okay. Huch, das war die schwierigste Frage. Ich könnte da einfach rüberspringen. Dieser Charakter, wer ist es? Oh, wie hießen die? Nimble? Klar. Okay. Gleich kommt die nächste Frage. Wieso das? Ich bin am Ende. Verdammt! Bei der Präsentation für dieses Quiz wurde uns diese Frage als unlösbar verkauft. Diese Niederlagen wird bei meiner nächsten Leistungskontrolle genauer unter die Lupe genommen werden. Okay. Egal. Ich werde einfach das nächste Quiz so schwierig machen, dass selbst ein Lösungsheft euch nicht helfen wird. Verstehe ich nicht. Was sind das dann für Fragen und was sollen das für Antworten sein, wenn die Lösung nicht beantwortbar ist? Also wenn die Frage nicht beantwortbar ist. Ich stelle mir bei dem irgendwie auch Daffy Duck vor, die Stimme von dem. Bis zum nächsten Mal, ihr Dussel. Okay, wir können also weiter, ja? Das war ja... Okay. Die Drohnen sind bestimmt diese Bienen. Kann ich mir vorstellen. Hyrule Towers. Ja, immer noch hier. Okay. Hier haben wir die Bienen. Da geht es wohl zum Level. Und gucken wir mal, was wir hier haben. Hi. Hi Kinder, seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Nee, ich habe ja kein neues. Aber bei dir krieg ich hier eins, okay? Hey. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Hey. Ja. Entschuldigt Gestank und klebrigen Boden. Schlange versucht, Rex vor etwas anzudrehen. Schlange? Hier sind verschiedene Spiele, ja? Auf sowas habe ich tatsächlich nicht wirklich Lust. Man kann ja tatsächlich herumspielen. Nee, man kann nur hier spielen. Software Entertainment Amazing. Was ist das? Ah, oh, hier ist auch so ein Teil. Eine Scheibe, die... Kann ich vielleicht doch noch irgendwann Scheiben zu schlagen? So. Hier geht es also zu Level 3. Aha! Da
Das ist es. Hier geht's zu einem neuen Level oder zu einem anderen. Okay, nichtsdestotrotz. Geht's hier hoch. Oh, hi! Dich habe ich jetzt fast übersehen. Ah, meine guten Kumpels. Ihr könnt von meinem fantastischen Angebot nicht lassen. Was? Nein, du blockierst den Weg zur nächsten Welt. Naja, ihr braucht sicher einen meiner erstklassigen Tricks, um diese Kluft zu überwinden. Und weil ihr mir helft, meinen Umsatz in den Stammblock-Drogen zu steigern, ist es für euch kostenfrei. Nun, wenn es umsonst ist, dieser nächste Trick wird unserer lila Freundin ermöglichen, durch den Himmel zu gleiten, wenn X gehalten wird. Spring einfach mit X in die Luft, drücke und halte dann X ein zweites Mal, um zu gleiten. Drücke und halte dann X ein zweites Mal. Das klingt nützlich. Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen, Lady. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Kein Problem. Diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Super. Sucht mich später in der Bücherei auf. Ich habe dann noch ein inoffizielles Angebot für euch. Okay, wir wissen also, wo es in... Darum das Buchzeichen da. Bücherei also. Wenn ich jetzt doppelt drücke... Ach so, das... Kann es sein, dass ich irgendwie höher springe? Oder ist das jetzt nur an... Okay. Aber ich komme nicht höher. Okay. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Okay. Das ist ja sehr, sehr... Lächeln, ihr seid auf der Überwachungskamera. Im Ernst, es ist ziemlich langweilig, euch spielen zu sehen. Danke. Du bist so nett. Und hier kommt man wohl nie vorbei ohne das Gewicht. Ich glaube... Ach, hier geht's zu Level 1 wieder. Da komme ich dann gar nicht auf der anderen Seite dann doch lang. Okay. Ist das zum Aktivieren? Nee. Da unten ist es dampfig. Wird mir das wehtun? Nee, mir tut auf jeden Fall nicht weh. Ah, so kann man schießen. Auf was bitte? Anscheinend nicht auf dich. Ja. Wozu brauche ich dann das Eis? Das Eis ist doch nicht Sinn.
Aha. Okay, ich gehe mal eher davon aus, dass ich schweben muss, anstelle hier mit Eis herumzuspielen. Ich habe jetzt gedacht, ich kann den einfrieren und den schwerer machen oder so. Ach Mann! Abzubremsen. Darum mache ich diesen Rückgang. Meine Güte. Ja. Jetzt habe ich es geschafft. Ist hier drüben jetzt noch irgendwas? Okay, hier ist gar nichts. Aber ich verstehe jetzt nicht, wozu das Eis da ist. Soll das zum Kämpfen dann da sein? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwas einfrieren muss. Ich habe gedacht, ich müsste dann das Ding da abschießen, aber das musste ich ja auch nicht. Hier musste ich auch nichts abschießen. Ist ja irgendwas, was ich... Nee, das war gar nichts. Oh, hier ist auch noch mal eine. Warum? Nee, funktioniert auch nichts. Keine Ahnung. Das Rote da. Ja. Hä? Okay, im Schnee ist man sogar noch langsamer. Okay, da passiert gar nichts.
Oh, man kann die Dinger mit Eis zerstören. Okay. Aber was bringt mir das hier gerade? Das Teil hier. Das sieht doch nie jetzt danach aus. Warte mal. Soll das Deko sein? Anscheinend ja. Hier haben wir das Buch. Da haben wir wenigstens etwas hier gefunden. So. Ab jetzt wird es bei mir auch langsamer gehen, weil zum Teil habe ich den ersten Teil ja schon mal gekannt. Aber nur eben zum Teil. Jetzt kommen wir in unbekannte Gefilde, oder sagen, ich komme in unbekannte Gefilde. So. Okay. Das ist bestimmt nie so gewollt, oder? Ich höre es glitzern. Wieso höre ich es klicken? Oh. Oh, da muss man ja doch irgendwie hochkommen, ja? Kommt man da irgendwie hin? Oh Gott. Das sah jetzt sehr falsch aus. Oh mein Gott. Hier oben war wirklich ein Peti. Und man konnte hier wirklich hochgehen. Das sah dann nicht gewollt aus, oder? Naja, ist egal. Hier drinnen schneit und da draußen ist nichts. Sieht schon merkwürdig aus. Ach so. Aha. Hier ist nochmal. Hier bist du nochmal. Schön euch zu sehen, Kinder. Ja, ja, ist nichts. Okay. Hier kommt man von der anderen Seite wohl rein. Aha. Oben ist nichts. So. Oh, selbst da komme ich nie hoch mit Rutschen. Nee, komme ich nicht. Bin schon weg. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Buch.
Ihr braucht 3 von uns Peachys, um diese Welt freizuschalten. Das ist jetzt nicht viel. Möchtet ihr den Glitzerfrostgletscher freischalten? Ja. Ich habe jetzt nicht mehr gerissen. Aber ich werde den jetzt nie vergrößern oder so. Ich bin ja schon froh, wenn ich dann den hier habe. Also ich spiele schon wieder 2 Stunden. Stellt euch einfach auf den Großweltschalter, wenn ihr bereit seid. Okay. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitzerfrostgletschers zu einer anderen Perspektive. Na, dann wollen wir doch erstmal die erste Perspektive sehen, bevor wir die jetzige schon erweitern. Aber tatsächlich nach 2 Stunden, das ist heute zusammen mit dem anderen Teil 3 Stunden, jetzt wirklich noch, ja, ist schon viel. 5 Stunden nur, ich wollte Point and Click sagen, nur Jump'n'Run. Man kommt zwar auch gewisserweise schnell voran, aber manche Aufgaben sind ja auch Wettrennen und sowas. Boah, da bin ich jetzt... Boah, oh weh, da kommt noch die blöde Wolke. Glitzer, Frostgletscher. Wir sind... Okay, wir sind in einer kleinen Höhle und wir haben anscheinend 2 Wege. Einen dahin und einen dahin. Wir gucken uns jetzt mal kurz das hier an. Das ist der Highbury Towers, Stammblock-Proben und der Glitzerfrostgletscher. Hier haben wir. Hier sind es auch 200, hier sind auch 25 Peachys. Hier sind auch jeweils ein Geist und von jeder anderen Art auch jeweils eine Sache. Na, okay. Oh, es rutscht hier wirklich. Aber Winter ist schon was Schönes. Boah, das war ja jetzt schon eine Tortur. Und vor allem, der rutscht ja nur beim Landen schon. Kann ich ja trotzdem hier hochkommen. Aber ich komme ja nicht hier hoch. Ich merke aber, der geht ein bisschen höher. Ganz kurz. Der hebt ihn in der Luft nochmal kurz an. Nee, okay. Hier komme ich gar nicht lang. Das heißt, mein einziger Weg ist dann nur noch hier lang. Was haben wir denn hier unten?
Nichts. Wir haben hier gar nichts. Okay, aus dem Wasser geht das nicht heraus. Hier ist ein Geist. Und wie komme ich an dich ran? Kann die Kamera nicht nach oben tun, das ist auch schon wieder doof. Das ist das Höchste, was ich kann. Ah. Ihr Mini-Jedis, ja? Sie ist auch hier? Ja. Wieso ist denn die Kamera jetzt kurz so gegangen? Als müsste man so hin und her laufen, aber eben dort. Wie komme ich? Na okay. Kann eben nicht alles finden. Na gut. Wäre noch schöner. So. Bleib ruhig da stehen, ja. Oh, ist das unsere... Also, hier geht es hoch und da geht es lang. Und dann haben wir noch einen riesigen See, den wir entlang schwimmen können. Das wird hart werden. Ist hier irgendwas? Nee, das tue ich nicht, damit ich das ordentlich einsammle dann. Hi. Willkommen, schön euch zu sehen. Wie gefällt euch das neue Büro? Schlecht. Du hast nicht mal ein Dach über dem Kopf. Ach ja, Trouser GmbH entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten während der Renovierung unserer Geschäftsräume. Diese Hose. Bevor ich euch unsere neuesten atemberaubenden Manöver präsentiere, möchte ich euch eine Tasse Tee anbieten. Oder lieber Kaffee oder einen Piratenfilm. Der sieht die Hose, ich sehe das jetzt erst richtig, weil ich den mir gar nicht bisher angesehen habe. Aber die Hose wird so genutzt. Das sieht merkwürdig aus. Na gut. Nein, danke, Trouser. Wir sind heute nur an den Tricks interessiert. Moment, Yoka. Was für Filme hat er denn? Ausverkauft. Ausverkauft. Oh, ich krieg's. Man kann zwei neue Dinge machen. Die kosten jeweils 40 und ich habe bereits 103. Moki? Soll das jetzt mein neuer Spitzname werden, oder was? Hallöchen, Lyria. Moki. Das hört sich furchtbar an. Der Schlürfstatus. Streamt nie. Hab ich vorhin nie gesehen, dass Bitrail streamt. Guckst du ihm auch zu? Absorbiere die Energie verschmauster Objekte. Absorbiere die Energie verschmauster Objekte.
soll das denn sein? Und Echsenhüpfer, du wirst das hier brauchen, um meinen Hochsprungrekord naht. Komm ich höher zu. Kann ich damit höher springen? Besser als die Katze, die von Bella auf Möppi umgetauft wurde. Also Bella heißt ja Schönheit, ne? Auf Italienisch. Oder Schöne. Und Möppi? Das hört sich an, als würde sie irgendwas mit ihrem Po machen oder so. Keine Ahnung. Schleicht sie ihn durch den Boden, am Boden entlang? Möppi, wie kommst du von Bella auf Möppi? Aber ich mag grundlegend nie unbedingt Spitznamen. Ich habe nämlich von meinen Arbeitskollegen eine kurze Zeit lang auch einen Spitznamen bekommen. Und da habe ich denen gesagt, dass ich das überhaupt nie mag. Und seitdem reden die mich wieder mit normal meinen Namen an. Boah, das war damals, boah, das hat mir überhaupt nie gefallen. Es gibt doch einen Namen, wozu muss man einen Spitznamen haben? Ich verstehe das immer noch nicht, das Prinzip. Okay, also der Echsenhüpfer, der kommt mir klar vor. Aber wenn ich etwas esse und dabei Energie absorbiere, nützt mir das für irgendwas? Naja, wir erstmal den Echsenhüpfer. Also selbst mein Name ist nicht so lang, dass man deswegen den hinkriegt zu schreiben. Er besteht nur aus 5 Buchstaben. Ich versuche auch immer vieles abzukürzen, das stimmt schon. So, also der Echsenhüpfer. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja, unbedingt. Ich will höher springen. Vielleicht hilft mir das dann, wenn ich höher springen kann, in der ersten Welt auf dem Tempel. Aber das werde ich jetzt nicht rausfinden wollen. Also ich werde es nie nochmal zurückgehen. Dieser nächste Trick ist bedeutend, falls ihr je trotz Trausers beeindruckende sportliche Rekorde brechen wollt. Ich glaube nicht, dass uns das große Probleme bereiten wird. Mit dem Echsenhüpfer kannst du wahnsinnig hoch springen. Aber Illyria, du bist gerade wohl nicht so günstig gekommen. Ich habe eigentlich vor, jetzt gleich aufzuhören zu spielen. Ich wollte nur gucken, was mich so kurz erwartet und dann hör ich auf. Ja, passiert. Ich kann wahnsinnig hoch springen. Halte einfach L2 und drücke X, um zu springen. Was, um höher zu springen, muss ich noch mal die ganze Zeit im Lurk waren, essen und Serie schauen. Ach so. Dann hast du vielleicht doch noch ein kleines bisschen was dabei mitbekommen. L2. Warte mal, Insprung L2 drücken ist doch ein Stampfer, aber L2 gedrückt halten und springen heißt weiter. Das klingt hilfreich, danke Trouser. Kein Problem. Und jetzt muss ich los. In Anerkennung meiner kommerziellen Leistungen wird eine Straße nach mir benannt. Oh mein Gott. Trouser Street oder wie? Aber sicher doch. Aber sicher. Er muss rangehen, okay. Hat ihn gekocht, Frikadellen mit Kartoffeln und Mais in Sahne. Frikadellen mit Kartoffeln und Mais in Sahne. So ein Gericht habe ich noch nie gehört. Schon, dass man Mais so als Beilage nimmt, finde ich schon gerade merkwürdig. Die Sahne, ich weiß nicht.
Das ist ein Soßenersatz, denke ich mal. Kartoffeln, okay. Aber Frikadellen, isst man Frikadellen so als Hauptmahlzeit? Obwohl, ich esse gar keine Frikadellen. Ich habe höchstens noch nie welche gegessen. Also, ist wie Königsberger Klopse, ne? Ich kenne das so seit meiner Kindheit. Ey, das ist Familienrezept, ja? Okay, also wenn ich springe und drücke, dann mache ich einen Stampfer. Aber wenn ich gedrückt halte und... Ach, darum, weil ich mich ducke, bin ich noch... Aber ich... Ach so. Ich kann aber nie nochmal springen danach. Das habe ich gerade probiert. Springen und nochmal drücken. Geht nicht. Okay, ich kann mich so hochschleudern. Interessant. Das ist dann auch weit aufwendiger, wenn meine Mutter das für die Familie macht. Fängt sie vormittags an, das abends fährt. Wieso das? Man kocht doch nur Kartoffeln, holt die Frikadellen aus dem Supermarkt und tut dann den Mais wohl, denke ich mal, noch warm machen und in Sahne legen. Das dauert dann einen Tag lang. Echt einen Tag dauert so ein Gericht? Jetzt sag mir nicht, du hast jetzt auch die ganze Zeit in der Küche den ganzen Tag gestanden, nur damit ihr zwei sowas esst. Meinte unser eigentliches Familienrezept. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen, das hörte sich jetzt nie nach Aufwand an. So, jetzt gucken wir, was das hier sein soll, dieser Schlürfstatus. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Eigentlich nicht so wirklich, aber ich habe die Federn und bis ich hier raus bin, werde ich bestimmt genug Federn haben. Der nächste Trick ist in mindestens drei modernen Spielgenres verboten. In drei modernen Spielgenres verboten? Hat der Trick mit der Qualitätssicherung zu tun? Nee, das, was es heute gab, ist easy. Kartoffeln kochen in einen Topf, Mais mit Sahne in anderen und dann die Frikadellen anbraten. Und ja, wir haben die selber gemacht. Aha. Frikadellen kann man selber machen. Ich habe gedacht, okay, ich kenne jetzt hier, also wenn man aus gehackten, ja, wenn man gehacktes zusammenknüllt und das brät, das sind ja, wir nennen das Bullaugen, aber das nennt sich ja nicht Frikadellen. Frikadellen haben ja so einen komischen, ich weiß auch nicht, so eine Substanz drin, die so fest ist. Ist nicht schwer. Nur eklig in der Masse rumzumatschen. Oh, das kann ich mir vorstellen. Da sieht man die echten Fleischer. Die das machen. Aber du tust reine Sahne, also Mais in reine Sahne rein, das finde ich ja krass. Weil reine Sahne einfach nur zu kochen und da ein bisschen Mais reinzutun, müsste die Sahne dann wie bei Milch dann irgendwie anbrennen oder so? Also muss man dann vielleicht wenigstens noch Wasser reintun oder einen Soßenbinder oder irgendwas? Es hört sich so an, als würde man wirklich nur Sahne kochen. Ich wüsste gar nicht, was daraus wird. Hat der Trick mit der Qualität... Achso. Mais aus der Dose in den Topf und dann Sahne zu. Nach Lust und Laune würzen. Achso. Okay. Okay. Ja. Wie schon gesagt, ich habe vom Kochen keine Ahnung. Ich muss es höchstens nie haben. Natürlich nicht. Alle Inhalte wurden gründlich und gewissenhaft überprüft. Und wenn die Temperatur niedrig bleibt, brennt es auch nicht so schnell an. Aha.
Wie dem auch sei, mir ist aufgefallen, dass die Zunge meines grünen Freundes nicht ganz so spektakulär ist, wie sie sein sollte. Mit dem Upgrade wird dein Schlürfen sehr verbessert, sodass du Eigenschaften deines Essens absorbieren kannst. Das konnte ich doch bis jetzt auch. Die Eigenschaften meines Essens konnte ich doch bis jetzt absorbieren. Wenn ich eine Wasserfrucht gegessen habe, wurde ich zu Wasser. Was ist jetzt anders an der Fähigkeit? Klingt cool, Krauser. Was für Eigenschaften kann ich absorbieren? Ach so, okay. Das kommt jetzt in Erklärung. Feuer, das kennen wir schon. Klebriger Honig. Ist da eine Liste? Ah! Den Honig, den ich in der Zwischenwelt im Tower gesehen habe. Damit kann ich dann also doch was machen. Und dann klebe ich vielleicht irgendwie. Warum auch immer. Aha. Komm bald wieder. Ihr werdet diese Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Nee, bei dir brauche ich nichts mehr kaufen. Ich habe ja alles schon gefunden. Oh, nein, nein, nein. So. Oh Gott. Soll ich wirklich dann in dem See dann auch schwimmen und tauchen und... No, der See wird bestimmt das Unübersichtlichste. Das heißt, ich werde entweder da oben lang gehen. Oh, hier ist schon... Hey. Ja. So, erst recht nicht. So. Okay, dann werde ich hier doch nicht lang gehen. Nee, ich gehe hier lang. Da werde ich hier lang gehen beim nächsten Mal. Da oben dieser kleine Yeti. Und hoffe, dass ich vielleicht von da oben dann zu meinem Geist darunter komme. Und dann werde ich erst diese Passage da gehen und dann den See abarbeiten. Also das Level wird riesig, so wie das Andrea-Level eigentlich war. Ich bin gespannt, wie lange ich dafür brauche, aber naja. Ich hoffe, ich werde das so hinkriegen, dass ich dann, naja, meine Zeit nie zu sehr hier reinstopfe. Ich muss sagen, es ist in Ordnung, aber es fühlt sich an, als würde man hier Herausforderungen haben, die auch mit Zeit immer zu tun haben. Und da bin ich dann kein großer Fan davon. Darum hoffe ich, ist das nicht allzu viel davon. Nichtsdestotrotz, ich verschwinde jetzt erstmal und wünsche einen wunderschönen Abend. Heute werde ich nicht mehr spielen, also genießt den schönen Abend. Ciao. Danke.